Tag schon, Miraculix. Was ist dir los? Beruhige dich, Portion Gyros. Wir warten auf Mannequin Pix. Er ist unpünktlich wie immer. Da ist er. Bitte entschuldigt meine Verspätung, werte Freunde. Ich vergaß, das Feuer unter meinem Kessel zu löschen. Wie geht's? Ja, ja, so weit, so gut. Aber es ginge noch besser, wenn Miraculix... Psst. Kommen wir zur Sache. Ihr wisst doch, dass Cäsar das gallische Dorf erobern will. Mein Dorf. Das ist nichts Neues. Naja, ich glaube, das wird ihm nun bald gelingen. Bei Zeus! Beim Belenus! Beim Odin. Beileid. Also wirklich, Miraculix, dank deines Zaubertranks, der euren Kriegern übermenschliche Kraft verleiht, hat dein Dorf doch nichts zu befürchten. Um dein Dorf besiegen zu können, müsste Cäsar den Truppen eine Waffe geben, die noch mächtiger ist als die deine. Und ich wüsste wirklich nicht, wer ihnen eine solche Waffe verschaffen könnte. Außer uns natürlich. So ist es. Bravo, Zugabe. Da Capo, wie es so schön heißt. Gut gemacht, mein Freund. Welch prächtige Druidensammlung. Sie sind dein, edler Cäsar. Nütze sie gut. Das werde ich, Miraculix. Führt sie ab! Was? Miraculix? Ein Verräter? Wer bist du? So von unserem Druiden zu sprechen. Ich heiße Sam Schiffer, Gallia. Und ich errate sehr wohl, wer ein Verräter ist, da ich selber einer bin. Und zwar in Rom, wie ich euch verraten darf. Denn dort will ich Cäsar in den Rücken fallen. Kannst du mir verraten, wovon der überhaupt spricht, Asterix? Du machst den weiten Weg bis hierher, um unseren Druiden zu verleumden, Römer. Und du gibst zu, dass du selbst ein Verräter bist. Ja, aber ich bin jetzt auf eurer Seite, Gallia. Lass ihn erstmal ausreden, Asterix. Stimmt schon, Miraculix war in letzter Zeit komisch. Letzte Woche wollte er mir partout keinen Zaubertrank geben. Aber er will dir doch nie Zaubertrank geben, Obelix. Du bist doch als Baby hineingefallen. Außerdem macht das doch Miraculix nicht zum Verräter. Ihr werdet doch nicht dem erstbesten Römer glauben. Primtotatus, er ist verschwunden. Oh, der Verräter. Ich bin hier, Gallia. Ihr glaubt mir nicht? Seht her, ein Beweis. Die goldene Sichel von Miraculix. Beim Teutates, wenn Miraculix hier wäre, dann könnte er all diese Vorwürfe mit Sicherheit entkräften. Belenus allein weiß, wo er sich befinden mag. Er ist in Las Vegum. Was ist das, Las Vegum? Las Vegum. Diese im Herzen Roms gelegene Stadt wird dem Luxus und Laster verschrieben und zur größten Freude der Bevölkerung ausschließlich dem Spiel gewidmet sein. Las Vegum. Hier kämpfen Gladiatoren rund um die Uhr. Hier werden täglich Sklaven hungrigen Löwen zum Fraß vorgeworfen. Doch vor allem ist in Las Vegum der Kunde König. Hier wird für Stimmung gesorgt. Hier werden ihre Träume wahr. Erleben Sie das romantische Lutetia, als wären Sie dort. Lassen Sie sich von einer Horde Piraten unterhalten, bis Sie vor Lachen platzen. Und verbringen Sie eine unvergessliche Nacht im Caesar Palace. Las Vegum, das gibt's nur in Rom und nirgendwo sonst. Eröffnung in wenigen Tagen. Eine Julius-Caesar-Produktion. Eine Stadt für Spiele? Die spinnen die Römer. Asterix, Obelix und du, begebt euch nach Rom. Nur so können wir erfahren, warum Miraculix uns verraten hat. Du meinst erfahren, ob er uns verraten hat, Majestix? Ja, das meinte ich auch. Ich werde euch begleiten, Gallia. Du hältst dich da raus, Sam Schiffer. Das ist sicher eine Falle. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also, los geht's, Obelix. Warte mal. Musik, ein bisschen leiser, diese Pussy. Ich meine, mit den 40 schon. Effekte best. Okay, gibt's eh nichts. Gibt's hier keine grafisch nur irgendwas? Mein Outfit, dann nehmen wir eher das klassische. Genau.
Genau, willkommen bei Asterix und Obelix XXL2. Ich habe jetzt noch ein Spiel gesucht, was wir eben mit diesem Sommer Let's Playen können. Wir haben jetzt ja schon Disney Fizzy, wir haben Bang Bang Racing und irgendwie wollte ich noch ein drittes machen. Und ich habe ein bisschen gesucht, ich habe Asterix und Obelix Zap im All probiert. Und ich muss sagen, dass ich von dem Spiel echt enttäuscht war. Das war aus meiner Sicht viel zu schwierig. Ich meine schon für einen Erwachsenen, der, weiß nicht, du weißt, das Spiel spielt und der gewohnt ist zu kämpfen, ne? Oder andere Kampfspiele spielt, ne? Aber das war mir echt, weiß nicht, eigentlich echt fast zu schwer. Und irgendwie war mir jetzt ein bisschen zu doof, dieses mit einem Unterschied, ne? Ich hab sich kein Asterix und Obelix natürlich von früher, ne? Aber ja, selber nicht ganz so viel Zeichen zeigen, ob ich vielleicht andere Menschen, ne? Also ich habe vielleicht den Asterix und Obelix Film vielleicht einmal zeigen. Wo ich eigentlich Asterix und Obelix eigentlich eher fast den meisten kenne, und sie noch mal früher haben die Sega, was weiß ich, eine Dreamcast gehabt, und die haben Asterix war auf die Gods gehabt, und das hat man eigentlich ziemlich voll für das Spiel, ich glaube, das soll jetzt sogar irgendwo noch herumliegen, vielleicht spielen wir jetzt einmal, aber das ist echt nicht leicht, also, das tut mir echt nicht, also, ja. Also wir das Spiel früher geworden. Ich muss einfach so auf mich schauen mit Asterix und Obelix XXL R2, ne? Jetzt habe ich jetzt auf der Xbox und ich bin schon länger echt nichts mehr auf der Xbox mit echt. Was meinst du, Asterix? Soll ich anklopfen? Nein, Obelix, sonst geht die Tür kaputt. Aber natürlich. Psst. Gallia! Schau mal, Asterix. Unser Freund der Verräter. Ihr könnt nicht durch den Haupteingang rein, Gallia. Der Park ist für Besucher noch geschlossen. Ich kenne aber einen geheimen Eingang. Hinter dem Felsbrocken. Jetzt kommt dein Part, Obelix. Halt das mal, Verräter. Vorwärts, Obelix! Ein bisschen an dem Spiel nicht so voll. Kommst du mit, Sam Schäfer? Geht schon mal vor, Gallier. Ich komm dann nach. Also, was mir nicht so voll ist, halt die. Ich brauch 100 Besinkungen. Den ist mir echt doch nicht. Dafür drückst du einfach zweimal auf die Sprungtaste. Ja,
Also Kampf machen wir jetzt sicher nichts so meins. Yes! Wie kommt es aber für immer so, dass wir da immer diese... Ja, ach, ich weiß nicht, mir hat das schon immer die Perspektive gehabt. Gallia, hinter dieser Tür befindet sich das Herz von Las Vegas. Um aber dorthin zu kommen, muss man diese Tür öffnen, die ein ultramodernes Sicherheitssystem hat. Oh. Seht ihr die 4 Fackeln ringsherum? Keine von ihnen ist entzündet. Sobald sie aber brennen, tralala, wird die Tür sich öffnen. Ich weiß, es ist seltsam. Es soll ein absolut sicheres System sein. Und wie lassen sich diese hübschen Fackeln anzünden? Dafür muss man die gleichen Fackeln dort im Saal entzünden. Einfach auf die Fackel schlagen und aus dem Dunkeln erscheint ein Licht. Ich öffne euch das erste Lager und warte dort auf euch. Kleines Missgeschick. Ihr könnt doch kämpfen, oder? Sonst solltet ihr jetzt flüchten. Schaut euch diese Tür an. Die Zahl verrät euch, wie viele Römer ihr eliminieren müsst, damit sie sich öffnet. Einfach, oder? Um die Römer zu verprügeln, drücke auf Aktion. Wenn du ein bisschen herumprobierst, findest du sicher noch andere Wege, Legionäre zu erledigen. Mehr dazu später. Ach, wo sind denn die Römer? Na, hinter euch! Vorsicht! Schon, dass du jederzeit Asterix oder Obelix steuern kannst, indem du auf die Wechseltaste drückst. Ja. Wir leben Obelix. Äußerst wichtig sein, um die Römer zu vermitteln.
riesigen Römer fliegen besser, oder Asterix? Wahrscheinlich haben die neue Rüstungen. Die sind viel windschnittiger als früher. Oh, das ist aber nett von Ihnen. Also die Kameraperspektive, die werfen immer ein bisschen echt so gehört in so Spielen. Eine Flamme wäre entzündet. Gratuliere zu diesem tollen Gefecht. Wie in alten Zeiten. Treffen wir uns im nächsten Saal, wo wir die zweite Fackel entzünden müssen. Natürlich. Du weißt sicher schon, dass du jederzeit Asterix oder Obelix steuern kannst, indem du auf die Wechseltaste drückst. Es ist äußerst praktisch, wechseln zu können. Denn manche Aktionen kann nur Asterix ausführen und manche nur Obelix. Manchmal erfordern die Rätsel scharfes Nachdenken. Glaubst du etwa, dass Obelix durch diese schmale Passage da passt? Wohl kaum. Sicher. Mit wem spricht er denn, Asterix? Keine Ahnung, Obelix. Ich fange an, mir wirklich Sorgen um den guten Mann zu machen. Dieser Gegenstand hat die gleichen Farben wie Obelix. Ja, was? Wie ist es? Könnt ihr fast so gut springen wie ich? Bravo! Ihr habt herausgefunden, dass sich manche Türen nur mit vereinten Kräften öffnen lassen. Nur noch zwei Fackeln! Wir treffen uns im nächsten Saal. Na, kommt euch diese an einem Kabel aufgehängte Plattform bekannt vor? Sie wurde allerdings verbessert. Zwar kann auch weiterhin nur Asterix darauf klettern, aber um sie zu ziehen, muss Obelix sich jetzt bloß auf die Markierung am Boden stellen und die Aktionstaste drücken. Die Taste muss nicht mehr gehalten werden.